Das Wort für die Bundesregierung, die Bundesministerin des Auswärtigen, Annalena Baerbock. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Botschafter, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe jüdische Mitbürgerinnen, liebe Menschen in Israel. 1200 Leben, Träume, Wünsche. 1200 Menschen wurde dies genommen. Kaltblütig ermordet, geschunden, gejagt, vergewaltigt. Über 250 Menschen, Frauen, Männer, Kinder verschleppt. Rund 100 immer noch von Hamas gefangen gehalten in den dunklen Tunneln und Kellern Gazas. Wir haben einige Geschichten, aber ich glaube zu wenig, heute Morgen hier gehört. Wir können sie nicht begreifen, nicht verstehen, aber es ist so wichtig, dass wir diese Geschichten überleben, was unsere Leben sein könnten, immer wieder erzählen. Und auch die Geschichten derjenigen, die diesen schlimmsten Moment der barbarischen Brutalität helfen wollten. Wie Amit, eine junge Sanitäterin, 22 Jahre, in ihrer letzten Nachricht an ihre Schwester schrieb sie, sie sind jetzt hier in der Klinik. Ich glaube, ich komme nicht mehr heraus. Ich liebe dich. Wie der Sanitäter, der arabischsprachig war, der hingeeilt ist und gesagt hat, vielleicht kann ich auf Arabisch diese Terroristen stoppen, und kaltblütig ermordet wurde. Der 7. Oktober 2023, er war eine Zäsur. Für Israel, für unser Land, für die Welt. Für Jüdinnen und Juden überall auf dieser Welt. Und für die gesamte Region des Nahen Ostens. Es war ein Tag, mit dem die Terroristen die Region an den Abgrund gebracht haben und genau es jeden Tag weiter tun. Und ja, unsere Botschaft an unsere israelischen Freundinnen und Freunde und an die Welt kann nur sein, wir stehen an eurer Seite, an der Seite Israels. Israels Sicherheit ist Teil unserer deutschen Staatsräson. Und zwar wir gemeinsam, wir als Bundesrepublik Deutschland, wir als Bundesregierung, ich als Außenministerin, wir als Parlament, die demokratische Mitte. Sie als Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben das immer wieder deutlich gemacht, und ich bin dafür extrem dankbar. Das ist kein Thema für Parteipolitik. Und deswegen würde ich jetzt in der Kürze der Redezeit, die ich habe, versuche auch gerne auf ein paar Punkte einzugehen, weil es für mich wichtig ist. Die deutsche Staatsräson, die Sicherheit Israels, ist eine deutsche Staatsräson, unabhängig, wer das Land Deutschland regiert, unabhängig davon, wer Außenpolitik macht. Und es braucht unsere gemeinsame Kraft als demokratische Parteien, genau daran festzuhalten. Und deswegen habe ich von Beginn an dafür geworben, dass wir die Kraft der Differenzierung brauchen. Die Kraft der Differenzierung, wo gerade die Opfer, die Opferfamilien, die Geiselfamilien so dafür werben. Eine Mutter hat gesagt, es gibt in einem Wettbewerb des Leids keine Gewinner. Wenn eine Mutter einer getöteten Geisel diese Kraft hat, zu differenzieren in der schwersten Stunde ihres Lebens, dann sollten wir als Demokratinnen und Demokraten der Bundesrepublik Deutschland genau diese Kraft bei all den Themen immer wieder aufbringen können. Und ja, deswegen haben wir als Bundesregierung, haben wir als Parlament, als Demokratinnen und Demokraten so deutlich gemacht, das Selbstverteidigungsrecht Israels, das ist auch unsere Verantwortung. Dazu stehen wir nicht nur in Worten, sondern auch in Taten, und zwar jeden Tag. Und genauso deutlich haben wir gemacht, und das ist eben kein Widerspruch, sondern es ist eine Ergänzung im Einklang des humanitären Völkerrechts. Das humanitäre Völkerrecht und das Existenzrecht Israels, sie gehören auf das Engste zusammen, und dafür steht die deutsche Staatsräson. Und daher haben wir immer wieder so deutlich benannt, die Selbstverteidigung bedeutet natürlich, dass man Terroristen nicht nur angreift, sondern zerstört.
Deswegen habe ich so klar und deutlich gemacht, wenn Hamas-Terroristen sich hinter Menschen, hinter Schulen verschanzen, dann bekommen wir in ganz schwierige Themenbereiche rein, aber wir ducken uns davor nicht weg. Deswegen habe ich vor den Vereinten Nationen deutlich gemacht, dann können auch zivile Orte ihren Schutzstatus verlieren, weil Terroristen das missbrauchen. Dazu steht Deutschland, und das bedeutet für uns Sicherheit Israels. Und zugleich, weil die Resolutionen angesprochen worden sind und weil wir eine Politik der Taten machen, können wir doch nicht bei Resolutionen, wo drin steht, dass humanitäre Hilfe in Gaza ankommen muss, wo drin steht, dass die Zwei-Staaten-Lösung das einzige Ziel sein kann, wenn man wirklich Sicherheit für die ganze Region will, wo dann aber zwei Sätze auch drin steht, die Deutschland nicht teilen. Da kann ich doch nicht sagen, in diesem Moment mache ich die Augen zu, finde nicht die Kraft der Differenzierung, die eine Mutter einer getöteten Geisel in der schwersten Stunde ihres Lebens findet, sondern auch da bedeutet deutsche Staatsregierung für uns beides klar zu benennen, das humanitäre Völkerrecht und das Selbstverteidigungsrecht Israels. Und ebenso möchte ich an dieser Stelle deutlich machen, dass deswegen ja wir jeden Tag darum ringen, dass Hilfe nach Gaza reingeht, weil klar ist, Israel kann auf Dauer nur in Frieden leben, wenn auch seine Nachbarn, Palästinenserinnen und Palästinenser, auf Dauer in Frieden leben können. Und Sie haben, Herr Merz, Herr Dobrindt, die Waffenlieferung angesprochen. Und auch an dieser Stelle möchte ich darum bitten, dass wir die Kraft der Differenzierung finden. Wir haben ein geheimtagendes Gremium, aber wir haben auch eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof. Und da hat die Bundesrepublik Deutschland deutlich gemacht, dass wir Waffen zur Unterstützung von Israel liefern. Deswegen ist Ihre Aussage hier falsch. Und ebenso deutlich haben wir gemacht, dass natürlich in diesen Punkten auch das humanitäre Völkerrecht gilt. Und weil es mir so wichtig ist, dass wir als Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen, wollen Sie zuhören auf die Frage, die gefragt wurde, weil es mir so wichtig ist, habe ich interessiert auch Ihren Gastbeitrag in der Bild-Zeitung gelesen, wo Sie deutlich gemacht haben, dass es wichtig ist, dass wir das, was bei unseren engsten Freunden bei uns viele Fragen aufwirft, zum Beispiel wie man in der Westbank vorgeht, dass wir das offen und ehrlich thematisieren. Und das heißt für mich enge Freundschaft in der schwersten Stunde ehrlich und vertrauensvoll miteinander umzugehen, weil wir eben nicht stehen lassen können, dass die Westbank oder auch der Libanon ein zweites Gaza wird. Wenn die Sicherheit Israels unsere Staatsräson ist, dann müssen wir alles dafür tun, dass die Region in Sicherheit leben kann, damit Israel auch in zukünftigen Generationen in Sicherheit leben kann. Und daher, und das möchte ich auch an dieser Stelle noch mal wiederholen, was ich gestern im Auswärtigen Ausschuss gesagt habe. Wir können es nicht einfach hier bei Debatten zum 7. Oktober belassen. Wir müssen uns fragen, was können wir ganz konkret selber tun, damit diese Zäsur, der 7. Oktober, das nie wieder, was wir in der Vergangenheit gegeben haben, für die Zukunft als nie wieder gilt. Und daher war ein großer Auftrag an die deutsche Außenpolitik in den letzten 11 Monaten, gemeinsam dafür zu sorgen, dass das perfide Drehbuch der Terroristen nicht aufgeht. Der 7. Oktober, das ganze Ziel dieses Angriffes war es ja, Israel weltweit zu isolieren, alle Normalisierungsbemühungen mit seinen Nachbarn kaputt zu machen, die Abraham Accords, die Aussöhnung mit arabischen Staaten, das gemeinsame Einstehen für Sicherheit. Und dass das nicht gelingt, das ist dank der internationalen Zusammenarbeit ein kleines bisschen geschafft worden. Das ist der Funken Hoffnung in diesen schwierigen Zeiten, dass wir in München, ich hatte dazu eingeladen, mit unseren britischen und amerikanischen Partnern 5 arabische Länder haben, die deutlich machen und gerade in New York deutlich gemacht haben, wir stehen ein für die Sicherheit Israels als arabische Länder, weil es dem Frieden in der Region insgesamt dient. Und dazu muss Deutschland seinen Beitrag leisten. Dafür müssen wir jetzt die Debatten hier bei uns führen. Was bedeutet das heißt mit Sicherheitsgarantien? Garantien, damit von Gaza nie wieder diese brutale Terroristengewalt ausgehen kann. Was bedeutet das für den Libanon, damit nie wieder Terroristen von dem Libanon aus Israel angreifen können? Dieser Aufgabe müssen wir uns gemeinsam stellen. Dieser Aufgabe, auch wenn es schwer ist, auch wenn es nur in Millimetern vorangeht. Weil ansonsten sind die Nie-Wieder-Worte auch am heutigen Tag nur leere Phrasen. Und ich möchte das so deutlich machen, weil natürlich
würden wir uns alle wünschen, dass wir mehr erreicht hätten. Aber wenn wir die Hoffnung jetzt aufgeben, dass es für die Menschen im Nahen Osten, für alle, ein gemeinsames, sicheres Leben geben wird, dann hat der Terrorismus gewonnen. Und die Aufgabe von deutscher Außenpolitik und von deutscher Innenpolitik ist genau das zu verhindern. Nie wieder ist jetzt. Einstehen für die Sicherheit Israels, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Nie wieder heißt jeden Tag, das Richtige zu tun und nicht das Bequeme. Herzlichen Dank. Und ich würde an dieser Stelle, es tut mir leid für meine Rednerin aus meiner Fraktion, Frau Präsidentin, weil ich hier als Repräsentantin der Bundesregierung rede. Und ich kann das so nicht stehen lassen, weil auch solche Debatten in der Welt übertragen werden. Es wurde hier gerade von der AfD angesprochen, eine Geiselfamilie zitiert, vor der man sich, so hat es der AfD-Redner gesagt, verneigen würde, weil sie auch das Leid in Gaza sieht. Im zweiten Teil der Rede wurde aber all das ins Gegenteil konterkariert. Sie haben ja von Zehntausenden gesprochen, die die Bundeskanzlerin hier reingebracht hätte, die ehemalige Bundeskanzlerin. Also all das, was diese Geiselfamilie an Kraft der Differenzierung gefunden hat, haben Sie hier ins Gegenteil verkehrt. Sie haben von den Zehntausenden gesprochen, also auch von dem palästinensischen Mädchen, was Angela Merkel, wer sich erinnert, mal in einer Fernsehtalkshow angesprochen hat, und haben all diesen Menschen genau die Würde der Menschlichkeit abgesprochen. Und das ist nicht deutsche Politik. Das ist nicht das Nie wieder, wofür der Deutsche Bundestag steht. Die Grundlage von demokratischen Parteien in diesem Parlament heißt, dass Nie wieder für die Menschenwürde aller gilt. Und das ist hier deutsche Politik. Das möchte ich an der Stelle einmal deutlich machen. Erst recht gegenüber den Geiselfamilien, die so furchtbar den 7. Oktober leiden. Danke schön. Als nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Beatrix von Storch.